Denn so langsam wird Unges Baumhaus richtig zerstört. Oh Gott, tut mir leid, Unge. Tut mir leid, Unge. Unge, das ist nicht extra. X-Melisa macht das, nicht ich. X-Melisa hat dein Baumhaus zerstört. Jo, 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 Leute, willkommen zurück zu Aura auf der Aura-Map. Yeah. So, wir sind in der Schutzzeit und wir spielen mit der 1.8.3. Denn ich habe die vorhin getestet und die läuft erstaunlich gut. Also da muss ich mal wirklich sagen, hör mal. Minecraft, also klasse, klasse. So, wir gehen nochmal zu dem GLP. Denn, ach, man kann gar keine Türen öffnen, während man sneakt. Na, das ist mir neu. Denn GLP ist ganz cool. Okay. Wir spielen auf jeden Fall Aura dort, wo alles kaputt gehen kann. Guck mal, der ist ganz oben irgendwo. Wir sneaken gerade, das heißt, die sehen uns nicht. Und... Nee. Oh Gott. Huh, das ist aber laut. Nee. Geh mal eben weg hier. So, Moment, ich muss mal eben... Irgendwas davon ist, dass das, was alles laut macht. Meine ich. Ja, jetzt ist es, glaube ich, leiser. So, und erstaunlicherweise läuft die... Warte mal, wir spielen gerade mit 134 FPS und das während des Aufnehmens. Also, Action hat das jetzt gerade... Oder Action nimmt das mit 60 auf. Und trotzdem so viel FPS, während wir aufnehmen. Und es läuft ziemlich leckfrei. Also, da muss ich wirklich sagen, die 1.8.3 ist wirklich ziemlich gut. Muss ich sagen. Beziehungsweise die Optifine-Version. Ich weiß nicht, wer da wirklich mehr zu sagen hat. Oder wer da im Endeffekt mehr Performance rausholt. Moment mal. Kann man das so kaputt machen? Das wäre voll cool, da hätten wir Karotten. Oh, warte mal. Ich muss dann die Enderperlen auf 3 stellen. Weil irgendwie vergesse ich das immer. Und wenn ich dann irgendwo runterfalle und dann aus Versehen 3 drücke und Schneebälle werfe, dann bin ich ganz traurig. Hallo? Hallo, was geht? Na, hör mal. Geht's dir auch nicht gut? Ja, ich glaube, dir geht's echt nicht gut. Oh, guck mal. Alter. Krass. Der hat einfach mal ein Loch reingemacht ins Wasser. Piu. Oh, tau. Ach, schade. Da hat er sich in der Luft gefangen. Ah, Mann. Da habe ich jetzt eine Enderperle verschwendet. Mist. Und es leben noch relativ viele. 3, 6, 9. Okay. 9 Leute. Das ist aber ganz schön viel. Oh, jetzt noch 7. Alter, sind gerade einmal mal 2 gleichzeitig gestorben. Die haben sich anscheinend nicht so gut verstanden. Die haben bestimmt gesagt, ey, beziehungsweise vielleicht waren das Freunde. Vielleicht haben die gesagt, okay, wir rennen gemeinsam in den Tod. Das ist aber immer noch relativ laut. Irgendwas macht das hier. Ich mach Blocke, genau. Ich mach die Blocks auch mal leiser. Und dann vielleicht... Oh, MLG... Oh, nice. Hammer. Habt ihr das gesehen, Leute? Wir haben kein halbes Herz Fallschaden bekommen, weil ich so einen MLG rausgeholt habe, ey. Boah. Krass. Das war genug Action für heute. Wo ist der andere Typ hingelaufen? Hallo? Wo sind überhaupt... wo ist überhaupt irgendjemand? Hallo? 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 Ich will nicht allein sein. Ich hab Angst allein. Nein, jetzt mal ehrlich, Leute. Es werden die ganze Leute umgebracht und ich weiß nicht wo. Oh, hier ist Party angesagt. Ups. Na? Hallo. Guten Tag. Hier ist der richtige Party angesagt. Und der hat irgendwas... Ich glaube, der hat entweder einen goldenen Apfel... interessiert er sich nicht für uns? Der hat wenig Leben. Warte mal, wir folgen dem natürlich. Weil wir so ein angriffslustiger Mensch sind. Und der hat irgendwie, nicht so tollen Rückstoß. Nicht so tollen Rückstoß. Aber, warum machst du das? Warum hat er das gemacht? Er konnte mich doch gar nicht treffen. Beziehungsweise darunter schubsen. Naja. Das sind die letzten, oder? Ja, 4 Leute. Die hauen sich. Guck mal, wir können hier einfach oben... Schön chillen. Und dann ist einfach mal diese Klopperei angucken. Komm, für wen sind wir? Wir sind für Kiddies, okay? Go Kiddies, go Kiddies, go Kiddies. Schlägerei.
Wie so am Pausenhof. Schlägerei, Schlägerei, komm Tim der Barbo. Das ist voll die geilen Namen. X-Melisa, Lucky Child, Tim der Barbo, Kiddies HD, Kiddies HD und Tim der Barbo. Coole Namen, echt. Oh Mann. Warum resettet sich mein Stick immer wieder? Müsst ihr aber gleich drauf achten. Das ist ganz, ganz komisch. Total komisch. Als würden hier mysteriöse Sachen abgehen. Und die haben komischen Rückstoß. Ich kann den immer zweimal schlagen. Guck mal. Zack. Ah, jetzt geht's. Okay. Vielleicht hat er gerade geleckt und deswegen... Vielleicht hat er gerade geleckt und deswegen funktioniert das nicht so ganz toll. Oh nee. Oh, Hilfe. Der Server scheint nicht so toll zu sein. Oh Mann, das ist in letzter Zeit öfter so. Das ist einfach nichts mehr... Ja, okay. Schlage ich die auch? Ich glaube, ich komme gar nicht an die dran, oder? Oh Mann. Komm. Ah, schade. Mann, hier konnte man nicht durch wegen dem Zaun. Mann, das wäre so cool, hätte ich ja mitgeschlagen können. So, tschüss. 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 Guck mal, die können mich gar nicht schlagen. Ich bin ein richtiger Hacker, ey. Guck mal, ich habe einfach... Wow. Ich habe einfach richtig übelsten Ping. Nee, ich komm... Nein, 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 nein. Bitte, bitte, lass den getroffen haben. Ja, danke, 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 danke. Aber ich will hier nicht auseinandergenommen werden. Von einer blöden Wand, echt. Alter, der Server läuft echt nicht so klasse. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Okay, nur noch 3 Leute leben. Und die hauen sich, ehrlich gesagt, glaube ich, wird gleich von denen einer so sterben. Also wenn die so weitermachen. Oh, da hörte sich das einfach mal an, als wäre der Sound weg. War ja auch für eine kurze Zeit, warum auch immer. Oh, nee. Ich sollte nicht springen, stimmt. Hier sind überall... Oh, Alter, das ist ein kleines Loch. Da darf ich nicht reinfallen. Kleine Löcher, wie ihr wisst, mag ich nur große Löcher, ne? Kleine Löcher sind nichts für mich. Okay, guck mal, da ist auch ein kleines Loch drin. Ey, der wollte mich MLG reinhauen. So ein richtiger Pro. Ja, die Melisa. Die sind alle... Ja, ich schieb das mal nicht auf die, ich schieb das mal einfach auf den Server. Weil ich glaube, bin ich es nicht, denn Moment... Test der Wahrheit, 24 Millisekunden, also damit werde ich, glaube ich, wohl nicht laggen. Ja, was ist hier los? Was? Alter, ich glaube, der Server läuft nicht so toll. Ich glaube, der Server recht, der geht nicht so gut. Hilfe. Alter, warte. Hier muss ich echt aufpassen. Denn wie jeder weiß, Moment mal. Oh, über uns. Wow. Aber anstatt uns zu schlagen, hat sie Enderperlen geworfen. Und jetzt leckt sie vollkommen. Guckt euch das mal an. Die kann uns gar nicht schlagen, aber wir sie dafür. Wow. Alles zerstört. Wo ist sie hin? Wow. Oh Gott. Ein Geist. Woher kommt sie? Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Denn so langsam wird Unges Baumhaus richtig zerstört. Oh Gott. Tut mir leid, Unge. Unge, das ist nicht extra. X-Melisa macht das, nicht ich. X-Melisa hat dein Baumhaus zerstört. Oh Mann. Ich geh mal ein bisschen näher ans Mikro. Damit ihr mich besser hört. So. Meine schöne Stimme. Nun gut, also, wo sind alle hin? Immer noch leben 3. Die X-Melisa wird jetzt erstmal reggen, aber dafür... Nein, ach Mann, oh, schon wieder Bein gebrochen. Mann, da pisse ich mir immer. Immer bei Minecraft breche ich mir die Beine. Und alle in der Schule lachen mich dann aus. Und dann denken so, ey, guck dir mit den Typen an. Der hat bei Minecraft sich die Beine gebrochen, ist der doof. Und dann bin ich traurig. Dann bin ich richtig traurig. Oh, ach, schade. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht, dass er sich so gerettet hat. Jetzt war sie kurz AFK. Und jetzt hast du keinen Rückstoß mehr. Warum hat Melisa keinen Rückstoß mehr? Oh nein. Na, wenn... Ich wette, der hat getroffen. Ja, der hat getroffen. Die Enderperle hat getroffen. Das ist nicht toll. Das ist gar nicht toll. Denn ich wollte Melisa eigentlich rausschlagen. Ich verstehe gar nicht, warum sie so panisch einen geworfen hat. Das ist mir irgendwie rätselhaft, weil eigentlich hätte sie ganz normal sich retten können. Die Leute werfen sehr, sehr viele Enderperlen. Ich meine, das tut doch weh. Das tut doch weh. Und meine Schuhe sind langsam am Abnutzen. Aber Leute, ich glaube, die haben viel, 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 viel mehr weg.
So, da wird langsam alles zerstört. Wo? Oh, Tim der Babo. Tim der Babo. Oh yeah, Tim der Babo. Oh, da hat schon jemand den Helm verloren, glaube ich. Ich glaube, das war der Helm. Ja, das war der Helm. Uiuiui. Ui, ui. Das sieht nicht gut für den aus. Das sieht nicht gut für den aus. Nee, nee, nee. So, Melissa, geh mal da hinten auch hin. Geh mal zu deinen Freunden. Komm, die werfen extra. Ja, ja, nice. Wenn er das jetzt nicht trifft, dann ist er weg. Nein, bitte hört doch auf zu laggen. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. MLG, was war das denn für eine Combo? Ich komme hier nicht hoch. Alter. Oh mein Gott, schade. Ey. Alter, da habe ich einfach mal zwei hintereinander rausgehauen. Und boah, hätte Melissa keine Enderperle im letzten Moment geworfen, wäre sie auch raus. Boah, das wäre so cool gewesen. Das wäre so cool gewesen. Das wäre richtig cool. Leute, dann wären wir wieder hip und in. Endlich wieder. Endlich ist der alte Lee Jay dann wieder in der Mode. Uiuiuiui. Okay, wir haben uns einmal gerettet, aber... Okay, nice. Okay, ich weiß jetzt nur nicht, wo die hinfliegen. Okay, anscheinend... Okay, die sind ganz knapp daneben gegangen. Aber jetzt könnte das ein bisschen schwer werden, weil ich kann die echt nicht in eine bestimmte Richtung kicken. Wir müssen da wirklich Glück haben mit der. Also ich sag der, weil Melissa hört sich sehr weiblich an. Oh, das andere Geschlecht, oh... Ich bin doch ein Nerd. Ich kann gar nicht mit der reden. Sollen wir die mal anschreiben? Nee, lieber nicht, ne? Oh Gott. Die wirft doch schon wieder Enderperlen, oder nicht? Das kann doch nicht. Oh, guckt euch das an. Hilfe. Wir werden hier durch die Gegend geleckt. Guck mal, was? Warum? Komm, wir hauen jetzt einfach drauf. Komm, wir machen jetzt einfach Hardcore-Draufschlacht-Modus. Und vielleicht... Die isst einen goldenen Apfel? Meint ihr, die ist am Sterben? Oh nein, die hat Sachen aufgesammelt. Die hat irgendwelche Sachen aufgesammelt, aber... Achso, die ist da oben jetzt. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Nein. Oh, wir haben sie aber runterbekommen. Das heißt, die hat auch noch schönen Schaden bekommen. Aber sie hat noch nichts verloren. Warum? Hallo? Okay, kann ich auch einfach mal nicht rein? Der sagt einfach mal nö. Nö, warum solltest du rein? Nö. Hey, wo bist du? Hey, wo bist du, Melissa? Hey, wo... Oh, die ist ganz oben. Da kommen wir hinterher. Und nein! Oh mein Gott. Melissa hat auch noch Fallen gebaut. Also nee, so geht das nicht. Echt jetzt? Die... Also Leute. Also ich weiß jetzt echt nicht, was wir tun. Müssen wir wohl ein paar Enderperlen verschwenden, um hier hochzugehen. Na dann. Okay. Jetzt campt die da. So, tschüss. Oh. Entweder sie ist tot oder... Oh, sie hat richtig viel Schaden bekommen. Ups, okay. Oh Gott, Leute. Ich habe hier einen kleinen Schnitt reingemacht, weil ich leider während der Aufnahme unterbrochen wurde. Deswegen habe ich das letzte Stück nicht mehr hinbekommen. Das Einzige, was noch richtig passiert ist, ich habe gegen diese Melissa gekämpft. Er leckt aber an sich so ein bisschen, aber ich will den Tod jetzt nicht irgendwie auf andere schieben. Auf jeden Fall hat es leider ein bisschen geleckt und dann habe ich beim Runterfallen sogar noch die falsche Taste gedrückt. Da habe ich nämlich 4 gedrückt anstatt 3 und da war ich direkt tot. Na gut, das war's mit dem Video. Ich bin leider dann am Ende gestorben. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, wenn ich ein bisschen besser... gespielt hätte, aber meine Mutter hat unten gerufen, dass ich aufräumen soll, beziehungsweise was er einkaufen und da sollte ich die Sachen aus dem Auto holen. Na ja, gut, wäre cool, wenn ihr das Video trotzdem bewerten würdet. War jetzt zwar ein bisschen komisches Ende, mal was anderes, aber ich meine, ne, es ist doch cool. Naja, also haut rein und tschüss.